Leute, willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth. Wir sind immer noch in Kanada unterwegs. Oh, Kanada. Schauen wir hier nochmal vorbei. Vielleicht können wir ja nochmal den Prinz ein wenig ärgern. Ist er noch da? Er ist wieder da, alles klar. The poor bishop. I will mourn him for a long time to come. Gut, anscheinend hat sich das jetzt hier auch erledigt. Und ja, natürlich, der Brief wurde übersetzt. Das heißt, wir können Kanada verlassen. Gut, dann zurück ins schöne, friedliche, gemütliche South Park. Hallo, werter Mounty. Ich bin wieder zu Hause. Wahrscheinlich alle immer einfach nur nach Süden. Ich werde hier schon den Weg finden. Was ist das denn da? Nichts, wie ich mir dachte. Da sind wir an der Farm. Sehr schön. Sehr gut. Bevor ich das Ganze hier verlasse allerdings, möchte ich... Ich meine, bevor ich die Hauptquest weitermache. Mein Gott, was ist heute bloß mit mir los? Ey, mein Hirn arbeitet wieder bloß auf 20%. Mit 20%. City Hall. Ach ja, genau. Zu den Weibern musste ich. Genau, stimmt ja. Aber erst gehe ich nach Jimbo. Ich will ihm die schöne Nachricht überbringen, dass wir alle Tiere gejagt und erlegt haben. Mal schauen, was uns das bringt. Hallo, Jimbo. Ich habe schöne Nachrichten für dich. Ich habe deine Jagdaufträge erledigt. What can I do for you, new kid? Oh, I hate spiders. Sure hope you blasted the heck out of it. I can't wait to see what you kill next. Ich habe doch alles getötet. Verdammt. Dann lass uns mal hier was verkaufen, und zwar den ganzen Kram. Ach, so viel ist das ja gar nicht. Ich dachte, ich muss mich jetzt hier wieder, einen wegdrücken. Alles klar. Jimbos Schlüssel, sehr gut. Damit kriegen wir da oben die Kiste auf. So. Zack. Ist da was drin? Axt der Unterwelt. Granate der Verlangsamung. Was ist denn da drin? Was ist das? Ich erkenn's nicht. Was ist da drin? Alaskischer Walfänger ist ein Bart. Beluga. Was macht der? Mehr Schaden. Unter 25. Nehme ich alles mal mit. Ich brauche es zwar nicht, aber gut. Ich hätte den Krieger nehmen sollen oder so. Der hat viel coolere Waffen. Ich renne die ganze Zeit mit meinem Kackfeuerzeug durch die Gegend. So. Ich bin so beliebt. Dann lasst uns mal eben kurz einen Vorteil raussuchen. Den nächsten. Langsam wird es schwierig, denn so langsam kann ich nichts mehr nehmen, was wirklich Sinn ergibt für mich. Was haben wir denn hier? So gut, wenn ich mich heile, mache ich kurze Zeit mehr Schaden. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar TP aufgefüllt. Wie viel sind ein paar? Zusätzlicher Schaden. Das nehme ich. Bam. So, dann schauen wir mal kurz noch auf die Karte. Wo war nochmal der Schönheitschirurg? Ich wollte mich nämlich nochmal operieren lassen. Ich bin dem Hoff-Gesicht so langsam etwas überdrüssig. Lasst mal schauen. Foto-Dojo, ungewollt schwanger. Toms Nasenkorrektur, da muss ich hin. Alles klar. Gut, dann nichts wie hin. Genug von The Hoff. Ich frage mich, was die anderen
Operationen sind, die man machen kann. Gucken wir mal. Man kann es ja ausprobieren. To be honest, I hadn't really even noticed you had a nose. So, back again, I see. Let me show you our brochure. Was könnte man nehmen? Damit bekommst du eine ursprüngliche langweilige Nase zurück. Okay, damit gehe ich also zurück in mein normales Gesicht. Was ist das hier? Ach, ich probiere es einfach mal aus. Yes, that would look great on you. Ich habe dir. Alright, go on through. Door to your right. Alles klar, ich habe ja. Schauen wir mal. Hi, I'm Dr. Tom. Understand you want some work done. Oh, jetzt kommt wieder dieses nette Geräusch. Right, lecker. All right, just relax. This won't hurt a bit until I start, at which point it will hurt immensely. Here we go. Wie schlimm. Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need any more work done. Did you get a haircut or something? You look different. Okay, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Gut. Naja, wenigstens sehe ich wieder so großartig aus wie vorher. Ich konnte aber doch, warte mal, ich hatte doch... Ja, nee. Was war das hier? Train-Tattoo, Narbe? Na, ich bleib hier bei meinen Clown-Spuren. Das ist schön. This suits me. Holzfällerbart. Nee. Was haben wir hier? Alaskischer Walfänger. Ja, ich bleib bei meinem Imperial Beard. Wow, nice nose. Danke. Ich weiß, ich bin einfach unfassbar gut aussehend. So, und mit meinem guten alten Gesicht werde ich nun diese Quest beenden. Und, oder? Wir haben... Lasst mich kurz überlegen. Alles klar. Ich werde jetzt zum dritten Mal versuchen, Al Gore den Gar auszumachen. Ich hoffe, es gelingt mir diesmal. Ich hoffe, es gelingt mir diesmal. Al Gore! Deine Zeit ist gekommen. Puh. Bitte lass mich gegen ihn gewinnen. Dieses Mal nur. Nur ein einziges Mal. You're back, Junior Al Gorian. But why haven't you liked any of... Halt's Maul! Ich will kämpfen. Ich will dich endlich besiegen. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Geh weg damit. Geh weg damit. God damn it, no! Du willst mich nicht einschläfern und auch nicht Cartman. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. So, dann war schon mal ein Griff ins Wasser oder ins Klo. Was kann ich tun? Ich könnte ihn verlangsamen erstmal. My messages were very important. Ich verlangsame dich erstmal. Damit du mir nicht so hart auf den Sack gehst. Deine Abwehr verringert ist. So, ist das hier? Magische Rakete? Aber es ist nicht die rote Rakete, oder? Skip. Rote Rakete. Was könnte ich tun? Dude, what are you doing? Probieren wir das mal. Diesmal nehme ich aber eine andere Taste. Ich nehme diesmal X. Vagina! Sandy Vagina! Ballsucker! Dildo! Nice. Der hat gesessen. Ruf du mal ruhig deinen Secret Service, du Sack. Protect the former sort of vice president. So, wie habe ich dir das letzte Mal noch weggeknallt? Meine verstohlenen Quietscher, ne? Natürlich habe ich nicht genug Mana. Macht aber nichts. Dafür habe ich ja hier genug Klamotten. Wo haben wir? 70 Mana, 70 Mana. Na komm, hier nehmen wir Shitty Fuck Essen. Sehr gut. So. Falsch. So, der verstohlene Quietscher, der war letztens... Beim letzten Kampf war der sehr... Ach, ich habe ja jetzt auch den Nagasaki. Soll ich den ausprobieren?
probiere. Ich probiere erstmal den verstohlenen Quietscher aus. Okay. Und? Boah, sehr gut. Der hat gezwiebelt. Gucken wir mal kurz nach. Okay. Ja. Alles klar. Cartman, jetzt kommst du. Triffst du mit deinem Flammenschlag alle? Nein, aber die beiden triffst du. Das sollte schon in Ordnung sein. Puh, okay. Los geht's. Sehr effektiv, wunderbar. Ja, konter du ruhig, das bringt dir bloß nichts. Hörst du auf? Sehr gut, er ist schon mal weg. Ja, ich glaube, diesmal könnte ich es schaffen. Ich weiß, Hochmut kommt vor dem Fall, aber... Ich probiere es einfach. Komm schon. Zünde das Ding. Haut sie weg! Sehr nice. So. Al Gore, deine Tage sind gezählt. Verabschiede dich von deinem jämmerlichen Leben. Gorgasm. Was war das jetzt? Abgeblockt. Und? Ich hab ihn! Ich hab's geschafft. Endlich. Mama, siehst du das? Ich habe es geschafft. Ich habe Al Gore besiegt. Wuhu. Diesen alten Drecksack. Mal gucken, was er so in seinem Hinterzimmer versteckt. Oh oh. Licht? Looks like he pees in that corner over there. Der hat sich das Oval Office nachgebaut. Was ein armer Wichser. Auch nicht schlecht. Perücke mit männlichen Zöpfen. Ey, das sieht aus wie die Frisur von Steven Seagal. Nehme ich. Falscher Knopf. Gucken wir uns mal diese Frisur an. Oh, endlich habe ich den Drecksack weggeschmiert, ey. Na, nee. Ich bleibe bei meiner Vampir-Oper. Perücke, das sieht cool aus. Gut, da war ja hier nicht wirklich viel los, ne? Schade, ich dachte, man findet da vielleicht noch irgendwie was Lustiges. Gut, Al Gore abgehakt, endlich. Keine Facebook-Nachrichten mehr von diesem Vizepräsidenten. Gut. Dann ab zu den Mädels. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Damit dürften wir, glaube ich, die Mädchen auf unserer Seite haben. Und wir hätten eine mannstarke und fraustarke Armee gegen Clyde und seine untoten Armee. Hier. Ready to go back? Natürlich. The girls are ready to see you. Sehr schön. Ich bin auch bereit, sie zu sehen. See, right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Frickin' bar! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much! We love you too, Heidi! You serve us well, new kid. So you have our services. Tell the boys we will play their game. Wunderbar. Sparkle, sunshine. Na endlich. Kann ich hier noch was durchsuchen? Kann ich mit euch noch reden? As an honorary girl, you've been granted full access to our adorable supplies. Wanna do a little shopping?
zeig mal, was ihr habt. Knetring der Teighammer. Klinge der Feenprinzessin. Bogen der Feenprinzessin. Chakram. Ist der besser als den ich habe? Ich kaufe ihn einfach mal. Ich habe sowieso genug Geld. Ich weiß sonst nicht, was ich damit anfangen sollte. Handschuhe der verwöhnten Hure. Spoiled Whore. Hut. Kleidung. Lederhandschuhe, Lederhut. Ich würde darin wahrscheinlich unfassbar gut aussehen. Ich verzichte darauf jetzt mal. Was habe ich hier? Glitzerfarbe, Schmetterling. Oh Gott. Hure. Viereckige Sonnenbrille. Die kaufe ich mir auch mal. Aber ich bleibe bei meinem Monokel. Das sieht wesentlich cooler aus. So. I learned that betrayal can actually make your friendship stronger. And it's all thanks to you. Wunderbar. Krieg ich von euch. We should be friends, so you can like my posts. Alles klar. Hier, ich sammle hier Freunde ohne Ende. I bet you're thinking about something totally deep right now. Ja. Besiege Schweinebärmann? What? Valkyrenstirnband. Valkyrenrüstung, Valkyrenhandschuhe. Ey, die sieht gar nicht so scheiße aus. Ich bin zwar keine Valkyrie, aber. Okay, nehme ich alles mit, gehört alles mir hier. Oh Mann, diese Mädchen. You're really different from the other boys. Like, you aren't even gross. So, willst du auch noch meine Freundin sein? Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. Natürlich. Heidi's having a slumber party. Oops. I almost forgot, you're not a girl. Danke. Wie nett. Da ist nichts mehr. Gut, dann lass uns abhauen hier, Cartman. Sonst werde ich noch breiig im Kopf. Da müssen wir jetzt Schweinebärmann besiegen? Ach, das war im... Och, das war im... Oh Gott, hier war das? Das ist der Grund, warum ich da nicht rein kann die ganze Zeit. Aber mir fehlt ja immer noch ein Kind. Ich glaube, dieses Kind werden wir nie finden. Es wird einfach... Es bleibt einfach verschollen. So viele Freunde. So, dann gucken wir mal. Gibt es hier sonst noch was Neues? Du bist ein wahrer Held Kanadas. Danke, Prinzessin. Was haben wir hier? In ein paar Wochen gehe ich wieder auf einen Jagdtrip und du kannst gerne mitkommen. Frag deine Eltern, das macht Spaß. Scharfe Granaten. So, dann... Wie viel brauche ich denn jetzt noch, bis ich den... Noch fünf. Nur noch fünf. Verdammt! Ich will doch hier. So. Wo ist denn Schweinebärmann? Wo muss ich denn da hin? Wo muss ich Schweinebärmann besiegen? Hier ist die Hauptquest. Schweinebärmann, wo bist du? Ich sehe hier nichts. Gucken wir mal in die Quests rein. Verhindere, dass Schweinebärmann nahe der Kirche randaliert. Nahe der Kirche. Na gut. Timmer, bring uns zur Kirche. Vielleicht kann uns Jesus helfen, Schweinebärmann zu killen. Dann machen wir das noch. Dann töten wir Schweinebärmann. Wo ist denn Schweinebärmann? Schweinebärmann, da ist er. Das ist Al Gore in einem schlechten Schweinebärmann-Kostüm. Leute, ich hasse diesen Typen. Es ist unglaublich, dass ich mir tatsächlich eine unbequeme Wahrheit angeguckt habe und gedacht habe, dieser Mann hat recht mit dem, was er sagt. Verdammt. Ob wir den furchtbaren Schweinebärmann besiegen können, seht ihr in der nächsten Folge South Park The Stick of Truth, wenn es hier weitergeht, mit mir. Ich danke fürs Zusehen. Reingehauen.